Angebaut werden auf dem Campusacker ungefähr 30 verschiedene Pflanzensorten. Das sind Saatkartoffeln, Tomaten, es ist Kresse, Radies dabei, also ganz verschiedene Pflanzen. Der Campusacker ist ein Pilotprojekt der TU Dresden, initiiert von der Juniorprofessur für Geographiedidaktik, Frau Professorin Raschke, und der Juniorprofessur für Ernährung und Hauswirtschaft, berufliche Didaktik. Und hier können in diesem Sommersemester Lehramtsstudierende sich ausprobieren an diesem außeruniversitären Lernort, um Bildung für nachhaltige Entwicklung selbst zu erfahren. Unter nachhaltiger Entwicklung verstehen wir eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der aktuellen Generation befriedigt, ohne aber die Bedürfnisbefriedigung nachfolgender Generationen zu gefährden. Und eine Bildung für nachhaltige Entwicklung meint eben, wie können wir umgehen mit unseren Ressourcen, um genau diese Entwicklung, also eine nachhaltige Entwicklung, zu gewährleisten. Und dieses Konzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung, kurz BNE, unterteilt man in einen inhaltlichen Aspekt. Also es geht um Wissensvermittlung, Kenntnisse, Fähigkeiten, und dann gibt es noch so einen emanzipatorischen Aspekt, wo es mehr um die Ausbildung von Kompetenzen geht, um das Aushalten von Situationen, die eigentlich gar keine richtige Entscheidung ermöglichen oder keine sichere Entscheidung ermöglichen, wo man Entscheidungen treffen muss in eine ungewisse Zukunft hinein, diese Entscheidung dann auch ständig wieder reflektieren und eventuell umändern muss. Und um da gut agieren zu können, dafür ist Bildung für nachhaltige Entwicklung eben wichtig und bezieht sich auch nicht nur auf inhaltlich, zum Beispiel auf diesen Anbau von Lebensmitteln, wie wir es hinter uns sehen, sondern auf ganz viele verschiedene Bereiche, die unser Leben tangieren. Und damit ist es ein ganz wichtiges Konzept und eine ganz wichtige Methodik, die wir angehenden Lehrkräften unbedingt mitgeben sollten.